Hallo! Was geht? Wir gucken heute. Ich warte mal ganz kurz. Nach die Leute. 6 Wochen. Ja, sind bestimmt sowas wie. Hä? Alter, wo waren denn die anderen Reactions? Ja, wir haben es gelassen und haben dann aber gesehen, könnte spicy werden, das Wiedersehen. Gucken wir doch nochmal rein. Lassen wir uns nicht lumpen. Also wir haben es natürlich trotzdem immer weitergeguckt, aber keine Reaction mehr dazu gemacht. Nach dem Wiedersehen geben wir dann nochmal ein Fazit zur Staffel. Und jetzt sind wir einfach nur gespannt, wer hier angeblich geschwängert wurde. Es stand ja alles im Raum. Es war so 1000 Spoiler viel auch. Zeug. Spoilers? Naja, so Ryan und Freundin. Mhm. Und hier da mal was auf was hindeuten könnte. Hier was. Und das ist, also TikTok war ja voll. Die alte Staffel hat sich ja gesagt, ich werde jetzt TikTok-Star. Ist ja so. Die alte Staffel das. Die ganze. Keine Zeit verlieren. Der Martin bietet euch noch einen kleinen Snacky an. Und dann geht's ab. Und einen ganz kleinen Tipp kann ich euch ja parallel rausgeben, falls ihr nicht wisst, worüber wir sprechen, wo man das schaut. RTL Plus. Link ist in der Videobeschreibung und nehmt euch mal bitte ganz kurz ein Stück Kuchen. Alter, Schwarzwälder zur Feier des Tages. Schwarzwälder Cherry? Riecht so, ja, wahrscheinlich schon. Ich backe am Tag ungefähr 6000 Kuchen. So, und schauen wir mal rein. Ab die Post. Und am Ende wurden das erste Mal nicht die 10 Perfect Matches gefunden und alle sind leer ausgegangen. Naja, fast alle. Ob ihr am Ende die 10 Lichter gefunden habt, ihr konntet euch teilweise nicht merken, wer neben wem saß. Ihr habt falsche Leute auf die Dates geschickt. Edda ist mein Match, Paddys Match ist Afra und Martins Match ist Sina. Also da will ich wirklich nochmal mit dem Psychologen quatschen, weil das ist jetzt ganz oberflächlich, I know, aber Martin ja neben eine Sina gestellt. Ich also nee, unseren Martin, ne? Weil das wäre ja ein Match. Ich weiß auch gar nicht. Also, aber da haben wir meiner Meinung nach immer zu wenig Einblick in da rein, wie so. Das jetzt bitte zustande kam. Ich weiß es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Eigentlich würde ich das gerne sehen, wie die das auslosen, ja, dass man oder auslosen. Die müssen, wie sie es nicht auslosen, sondern wie sie das rausfinden, wer zu wem passt. Weil bei den VIPs ist für mich auch die Frage, die casten 20 Leute und dort ist jetzt wirklich, da sind 9 Perfect Matches und da bleibt ein Doppelpaar über und die sind dann auch ein Perfect Match, ja, oder? Das funktioniert doch nicht. Ja. Die müssten 100 Leute casten und daraus gibt es Perfect Match dann jeweils für eine Person. So. Naja, also so kommt's an. Wir können es schlecht nachvollziehen. Eine Glückliche gab es ja dann doch. Ganze 20.000 Euro hat sie mit nach Hause genommen. Lina. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Punkte im Mile High Club oder wie ist das? Sie arbeitet doch da. Ja, eben. Hm. Wie viele Snacks sie da gesnackt hat auf dem Flugzeugklo. Lina. Muss das die Toilette sein oder allgemein im Flugzeug? Ist es dann halt schnell mal die Toilette, aber sie kann ja, wenn sie dort arbeitet, Flugzeug. Im Cockpit. Der ist ja beschäftigt. Ist ja so sexy. Im Cockpit ist besser als Toilette. Also ja. Ist man da stolz drauf, wenn man dort Punkte gesammelt hat? Weil ich auf dem Klo, also. Naja. Keine Ahnung, stolz ist jetzt so eine Sache, aber wenn es geil war? Ja, geht ja nur um Spaßi. Ist der Fund? Wer verkauft mir die heutige Matchbox-Entscheidung? Dein Ernst? Direkt nicht teilen mit allen. Für 20.000 Euro. Alles klar. Verkauft. Schönen Abend. Wenn wir nachher nichts gewinnen, könnt ihr alle sagen, es lag an Lina. Also ich fände auch dafür, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von Trash-TV habe. Ich werde auf jeden Fall auch ein soziales Projekt in Thailand und am liebsten auch auf Koh Samui damit unterstützen. Ganz groß angekündigt, dass du das Geld natürlich teilen möchtest. Bleibt das dabei? Ich teile ja, nur nicht mit den Leuten hier. Das kann natürlich auch jeder sagen, wenn er ein Problem damit hat, dass ich an soziales Projekt spende. Ich glaube nicht. Ich fand, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, hier also unterste Schublade war in vielen Fällen. Beleidigt und also. Und so weiter. Aber also, würdet ihr das so stehen lassen? Ich finde es jetzt ein bisschen, also so wie sie sonst ein Auftreten hatte, wo sie keine Ahnung hat von Trash TV, auch bei Aito, da jetzt zu sitzen und dann so, naja, beleidigt und so, gib uns doch den Spice. Ich finde es auch. Oder dann haust doch jetzt da raus, wenn deine Entscheidung daran gekoppelt ist, dass du da nicht teilen willst, was völlig legitim ist. Dann auch, also hau raus. Meinte sie jetzt danach oder währenddessen? Ja, weiß ich halt nicht. Weil ne? Ich fand jetzt eigentlich, es war eine inhaltlich, das war eine harmlose Staffel. Also wenn man mal Christines Staffel überlegt mit Marcel und so, wo, also da sind ganz andere Begriffe gefallen, die waren schon nicht ohne, aber es war schon die Jugendstaffel, anstatt jetzt mal richtig volle Dröhnung. Ja. Also das mit Chaos dem Teilen, meinte sie währenddessen, aber ich glaube, der Umgang miteinander wahrscheinlich eher danach.
Ja, sie soll sie das jetzt raushauen. Oder wer anders sagt's jetzt? Ach, Sophia lässt dann die locker. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir verkaufen nicht. Und dann schreibt man, verkaufen ist da für mich nicht loyal. Wer ist denn sauer? Du bist sauer, Martin. Ja. So, weil sie halt in der Show so groß aufgeschwätzt hat. Also Martin, da bin ich ja wirklich froh, weil er hat ja immer geile Insta-Stories, wo er ja wirklich aussieht wie ein kind of elevator boy. Du bist ein Kiefer. Und dann hier bockt. Sagt, naja, warum siehst du so anders aus in der Show? Leute, ich musste da Cortison spritzen oder Tabletten oder irgendwas nehmen. Weil ich war angeschwollen. Ich war angeschwollen des Todes. Du siehst ja hier wirklich endlich aus wie in einer Insta-Story, Martin. Nee. Man, es tut mir eigentlich leid, dass dieser Mann scheinbar so eine Problematik mit sich selber hat. Ja, würde ich einfach sagen, hä, es sah halt so aus, wie ich aussehe. Ja, und es ist ja, er sieht ja trotzdem jetzt auch nie. Er sieht ja nicht schlecht aus oder irgendwas. Irgendwas. Also, ja. Hier hat er einfach nur eine andere, hier bitte Seitenkürzer, oder? Deshalb sieht er ein bisschen anders aus. Ja. Und er hat endlich seine Haarwäsche wieder, wenn ich sehe, wie die Locken gelegt sind. Weil ein Billig-Shampoo kommt ihm nicht in die Tüte. Wäre ich auch sauer gewesen, hätte das jemand von mir benutzt, ein teures Shampoo, sag ich ehrlich, na klar. Hm. Aber ich habe auch meinen Job gemacht, habe mein Perfect Match gefunden, bin rausgegangen und an mir hat es nicht gelegen, dass wir es am Ende nicht hingekriegt haben. Das ist so, wie Wilson gerade guckt. Hat sie sich aber auch, möchte ja gar nicht unterstellen, dass sie das nicht macht, dass sie nicht das ganze Geld dafür verwendet. Aber es ist ein bisschen ein Teil. Okay, aber ein bisschen ist es so, als würde sie halt einfach nur vorschieben. Damit sehen wir ja gerade, habt ihr ein Problem damit, dass ich an ein soziales Projekt verschwinde? Ja, beweise es erstmal, mach es und dann zeig es den Leuten bitte und sag auch, wie viel es war. Also, wenn du da 2000 hinschickst, hast du immer noch 18 mehr als der Rest. Und sag halt auch, nee, du hast halt deinen Job gemacht und du hast deinen Perfect Match gefunden. An mir lag's, nee. Naja, also hättest du da halt nie verkauft, wer weiß, was sie hätten mit der Matchbox noch veranstalten können, ne? Ich denke, da wäre es gekippt. Ja, also das ist jetzt, es ist jetzt okay, dass ich finde, dass sie da ihr Geld hat, aber sie muss jetzt wirklich. Soll nichts mehr weiter drüber sagen, weil jetzt verwickelt sie sich immer mehr in Sachen, wo man sagt, nee. Ball flach halten. Du drehst also es halt jetzt so hin. Mal ausrechnen, wie viel du am Ende davon kriegst und wie sinnvoll das dann noch ist. Es geht nicht darum, wie viel es ist, es geht einfach ums Prinzip. Du teilst das Geld. Ich bin davon ausgegangen, dass wir es hinkriegen, dass wir das Ding gewinnen. Unterschiedliche Sache, wenn hier alle sich gegenseitig Messer in den Rücken rammen und man aus Illoyalität einfach dann nicht den Leuten das Geld in den Arsch schieben möchte. Ihr hattet ja danach auch noch jede Menge Spaß miteinander, oder? Ja. Hattet euch mal zu dritt getroffen, ne? Mit Maya, ja. Ja, wir haben rumgeknutscht, aber ich meine, das habe ich ja in der Show sowieso mit. Was soll ich sagen? Fühlt sich natürlich gut an, dass ich jetzt 3 Matches bekommen habe. Da ist das Problem dabei. Also, falls ihr die letzte Freistunde gehört habt und als Tessa nicht über große Männer gesprochen hat, den würdest du ja sehen. Und würdest ja sonst erstmal denken, ja, hat irgendwie was. Und der macht die Schnute auf und dann würde ich sagen, Tessa, ich gehe Kaffee holen. Tschüss. So. Also, irgendwie, das ist eine Maus. Das ist halt zu sehr eine Maus. Süß. Das ist eine. Wie heißen die einzigen süßen Mäuse? Feldmäuse? Nee, das sind die süß, ne? Die so ein bisschen zu großen Kopf und Gesicht haben und dann so. Mäuse süß. Was meinst du? Ihnen auch? Sind alle Mäuse süß? Ich finde ihn auch süß. Ja, es ist schon irgendwie niedlich. Der ist aber schon süß. Das ist, unterstützt aber halt diesen Aito-Kindercast. Ja. Durch meinen Auszug auch noch ein bisschen aufgeräumt wurde, damit das für die anderen vielleicht leichter ist. Ich jetzt die Bilder im Nachhinein sehe, sehe ich das definitiv anders. Vor allem, da Viana da über mich gesprochen hat, ist unterste Schublade. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil wir hatten es eigentlich geklärt. Ich habe mich danach direkt entschuldigt. Es war definitiv nicht richtig. Klären per WhatsApp oder Face-to-Face ist halt eine ganz andere Liga. Ich habe das doch mit dir geklärt. Nee, das ist für mich nicht klären. Okay. Du hast 2 Gesichter. Habe ich auch, ich bin falsch. Haben wir da eine Meinung zu? Naja, was heißt, Jana hat 2 Gesichter? Die hat jetzt sicher schon jetzt nie unbedingt super empathisch in der Villa gezeigt. Also da war die ja auch einfach, ich nehme halt das, worauf ich gerade Bock habe und wen ich dabei verletze, ist mir auch relativ egal. Verdreht aber auch selber gerne mal ein paar Tatsachen, übelst, oder? So wie es ihr gerade gut in Kram passt und dann halt auch einfach wieder sie da genommen. Das ist also, dass der das auch alles so mitgespielt hat und anscheinend ja auch noch nach der Aito-Villa-Zeit ist Wahnsinn. Also verrückt. Die werden wir, ich sag auch, die werden wir trotzdem nochmal bei VIP sehen. Wenn sie jetzt nicht zusammen sind. Ich sag, sie ist mit ihm zusammen. Ich sag, sie ist mit ihm zusammen. Wenn sie zusammen sind, und Temptation. Ja. Und vielleicht. Und was sagt ihr zu Melanie? Ist das jetzt eine Sache? Man gibt ihr nochmal bei Aito VIP die Chance? Oder reicht das schon für VIP aus? Weil so ein bisschen ist, wer spricht da jetzt halt? So. Nee, also ärgerlich für sie. Für VIP leider wirklich, da war noch sie leider nicht, zu kurz. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht ist er nochmal irgendwo verführen, wenn sie Love Island Bock oder drauf so hat. Oder Love Island. Ich krieg so ein bisschen Germany-Shore-Vibes. Weiß jetzt zwar nicht, ob sie gut partyen kann, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ich glaube, sie ist schon eine interessante Persönlichkeit. So. Aber wir haben sie halt überhaupt nicht, gar nichts irgendwie kennengelernt. Ich weiß nichts.
Und jetzt bei der Germany-Show-Staffel, da hast du ja auch 4 Teilnehmende drin, wo du denkst, was, hast du, kommst gerade aus dem Schullandheim, hast du überhaupt schon mal jemals Alkohol gehabt? Mann, also das ist jetzt nicht unbedingt mehr, es ist nicht mehr unbedingt nötig, dass du jeden Tag da Party machst. Also wenn Mela da gechillter ist, sehen wir sie trotzdem bei Germany Shore. So rum. Gute Theorie. Ja, die Dinge sind gut. Wir sind jetzt ein Paar. Kurz applaudiert. Das ist doll süß. Und dann irgendwie habe ich, also ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, weil ich wirklich gar nicht mehr über die beiden nachgedacht habe. Ist so. Aber ich finde es ganz niedlich. Ja, doch, finde ich. Doch. War da drin ja schon passig. Ja. Ein Mann, der auch mehrere Frauen hatte. Ryan. Unser lieber Ryan. Man kann jetzt nicht wirklich verliebt sagen. So, also ich sage das gern einfach so. Also ich habe auf jeden Fall schon so einen Knacks auf Jana bekommen. Ja. Ich hatte so meine Favoritinnen von Anfang an. Das waren eben Sina und Jana. Letztendlich kamen dann irgendwann die Signale halt zurück. Ich mag das immer ein bisschen, wenn man einfach nicht weiß, Interesse, Desinteresse ist ganz cool. Oh, also ich muss kurz Pause machen, damit ich mich mal kurz wieder wach mache. Weil ich kann... Und den halt zum Glück nie so lange reden hören am Stück bei Alto, weil dazwischen gab es Geheule und dann nochmal geknutscht. Mhm. Aber jetzt hier gerade bin ich habe mich gerade sediert gefühlt. Ich war gerade so. Das ist Anstrengung. Aber das Ding ist, er spricht so das aus, was bei mir, glaube ich, was ich damals nicht ausgesprochen hätte, aber so bin ich ja in dem Alter auch gewesen. War lame, wenn jemand gleich gesagt hat, ich finde dich interessant. Dachte ich, nö. Ich hoffe, du kommst da noch raus und findest eine safe Bezi. Das und ich hoffe trotzdem, dass so ein bisschen was kommt wie. Ich habe jetzt nie das korrekteste Verhalten an den Tag gelegt. Also irgendwie sowas in die Richtung, das wäre schon ganz cool. Und dein Beziehungsstatus jetzt muss aufgedeckt werden. Wir sind doch noch Best Friends. Ich habe dir aber von Anfang an immer gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, draußen weiterzuführen, dass ich es noch nicht weiß. Ich bin mir nicht sicher. Also die ersten Tage hast du es auf jeden Fall nicht gesagt. Dann hättest du zuhören müssen. Ein paar Sachen waren nicht korrekt, das habe ich ihr auch danach gesagt. Zu einem anderen stehe ich aber. Dass sie ja danach zu Sida sagt, weil Sida meinte, warum hast du mir das nie gesagt? Mhm. Du hast gesagt, ihr habt dann miteinander geschlafen. Doch, das habe ich dir gesagt. Ja, ich weiß. Also, ich habe das doch auch geguckt. Und wenn die jetzt wirklich ein Paar sind. In diesem Fall hat das jeder geguckt. Wenn die jetzt wirklich ein Paar sind, dann ja wirklich einfach nur geil. Ich hoffe, eure Kommunikation läuft jetzt besser. Auf jeden. Jana hat mich einfach voll geflasht. Ich wollte das irgendwie nicht aufgeben. Ich bin so ein Mensch, wenn ich an einer Frau Interesse habe, dann ist mir wirklich alles egal. Wie ist denn jetzt der Stand eigentlich, Jana, ist sie da? Ja, wir sind jetzt seit einem halben Jahr ein Paar. Ja. Also, wir freuen uns natürlich jetzt für die. Es ist jetzt auch keine große Überraschung für uns gewesen. Ich finde es trotzdem Wahnsinn, wirklich, wie man... Also in der Anfangsphase fand ich von ihrer Seite aus so respektlos ihm gegenüber auch irgendwie ist. Und er sagt, ach, ich fand die einfach von Anfang an toll und hab daran festgehalten. Aber wie du auch schon gesagt hast, vielleicht ist die Kommunikation jetzt besser. Die konnten alles aus der Welt schaffen. Dann viel Erfolg. Irgendwie, ich hoffe trotzdem, dass nochmal, also entweder sie sagt jetzt noch was dazu. Ja. Oder wenigstens auf Instagram irgendwie, dass sie auch, also weil ich würde, wenn ich jetzt dort, wenn es jetzt um mich gehen würde und Sophia spricht mich das erste Mal an oder so ein Rückblick würde gezeigt werden, dann würde ich als erstes dort da sitzen und sagen, wow, ja, Leute, ich habe mich selber weggecringed, als ich mich gesehen habe. Weißt du, irgendwie, ich weiß auch, ich kann euch dann immer erklären, warum mir das so wichtig ist, dass ich das irgendwie ein bisschen sehe, weil die Erkenntnis wird ja wahrscheinlich stattgefunden haben. So, aber irgendwie... hoffe ich, wenn es hier nie kommt, weiß ich nicht, dass man vielleicht in den Insta-Stories jetzt danach noch ein bisschen was sieht, weil ich hoffe, ihr könnt wenigstens über euch selber lachen, so ein bisschen. Ja, so bin ich mir auch bei allen nicht so ganz sicher. Mhm. Das hat wenig Leichtigkeit dort jetzt. Das ist so, lass uns als Paar jetzt hier rausgehen und Ruhe. Und kannst du nachvollziehen, dass ich dir deine Sprachnotiz nicht abkaufe, wenn du so wie ein Ping-Pong mal hier und hier bist? Kannst du das aber man kann ja auch nochmal über Loyalität reden. Ja, aber das hat, ja, gut. Ich brauche nicht mehr diskutieren. Sie hat mir doch gerade eine Moralpredigt über Loyalität gegeben. Hätten wir das jetzt bis jetzt nicht einmal angesprochen gehabt, wäre das für mich okay, dann können wir das gerne jetzt hier klären. Also du kannst nichts anderes machen, als einfach eine Frau zu bashen, weil ich da reingekommen bin und mein Ding gemacht habe. Der hat dich doch entschuldigt und du baust es jetzt wieder auf. Also wenn es jetzt wirklich geklärt ist, wenn es da wirklich eine Entschuldigung gab, dann muss man es irgendwie wirklich
da muss der Deckel drauf bleiben. Ich kann die Nachfrage nochmal verstehen von Mila. Sie hat ja so angefangen, kannst du verstehen, Jana, dass ich dann die Entschuldigung vielleicht nicht ganz so ernst nehme, wenn du da schon bist wie im Ping-Pong. Aber wenn Jana nichts mehr dazu sagen möchte, dann da muss man es dann akzeptieren. Weil was willst du jetzt, so eine rausge- oder erzwungene andere Entschuldigung von Jana? Nimmst du die dann ernster? Das bringt's ja auch, nee. So. Aber wenn, also ich, was ich mir auch vorstellen kann, wenn Jana die Entschuldigung so formuliert hat, auch in dem Ton, wenn es ja eine Sprachnachricht ist, wie sie jetzt dort sitzt, würde ich ja auch nichts abkaufen. Nee, ich glaube, sie war bestimmt authentischer bei der Sprachnachricht, aber stellt sich jetzt halt quer und da entstehen natürlich jetzt Fragen. Ja. Und Melanie holt sich jetzt halt die Sendezeit, diese. Das stimmt. Und diese in der Show nicht hatte. Und ich will wissen, was das da noch mit der Illoyalität auf, Mann, sich, ey, haben, auf sich haben soll. Auch. Das will ich, dass das gedroppt wird. Ist mir scheißegal, wo. Ist ja klar, dass wir nicht alle auf dich zurennen und sagen, boah, geil, dass du da bist. Hä, aber warum denn nicht? Wie kann man sich nicht freuen, aber wenn jemand reinkommt? Wir wollten alle unser Perfect Match filmen, wir wollten das Geld gewinnen. Wenn jemand dazukommt, wird das Game schwieriger. Trotzdem hat Mila einen Punkt. Egal, was das für eine Scheißshow ist, man darf kurz abgefuckt sein, innerlich, im Kopf. Man hat aber trotzdem Respekt gegenüber einer neuen Person zu zeigen, Hallo zu sagen erstmal, die kennenzulernen und danach kannst du ja trotzdem sagen, ja, ist jetzt mein Type of Person oder not, so. Aber erstmal vernünftig, wie wir hoffentlich alle erzogen worden sind, Hallo und freundlich sein. Voll. Punkt. Dann hat sie mir aber gesagt, dass sie mit Sida zusammen ist. Ich habe ja gehört, dass du gesagt hast, naja, wenn es mit Sida nicht klappt, kannst du dich ja nochmal bei mir melden. Ja, habe ich gesagt, dass sie sich vielleicht doch noch nicht so sicher ist mit Sida. Ich kenne das Gespräch, sie hat mir alles davon erzählt. Ich bin tutti mit allem. Das, Sida, ist schon, Alter, das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Jana fühlt sich schon wieder wegen einem ganz anderen neuen Typen nicht mehr so sicher mit mir. Du, frag mich hier nach dem, Sophia. Frag mich dann hier nach dem. Wie sieht denn das denn wirklich in der Realität aus? Wird da immer dieses Konstrukt dann direkt verworfen? Also du, ich habe im Club die große Liebe kennengelernt. Ist wahrscheinlich, und du, also da können wir Pause machen. Das ist doch jetzt gerade wirklich, also Jana ist ja wirklich noch nicht angekommen an dem Punkt im Leben, wo du die triffst, sie kennenlernst und sagst, und das ist wirklich mein doppelter Boden. Die ist ja ein Netz, was schon 100-mal geflickt wurde und die Löcher trotzdem so groß sind. Kannst du Glück haben, wenn du mit dem Arm hängen bleibst und irgendwie noch drin bist und nicht. Ja, also das schon weg. Die Frau. Die Frau gibt dir doch null Sicherheit oder Ernsthaftigkeit. Also es wirkt so, alles was wir hier sehen, das wirkt halt so. Wenn wir die nie bei Temptation Island sehen. Bitte, oh, ich will das aber. Aber das wird dann richtig. Das wird nervig. Kranke Staffel. Das wird nervig. Das ist richtig krank. Und ihm wird das Herz gebrochen und sie geht dort halt raus. Ryan bis dahin wieder Single, wird reingeschickt. Verführer. Als Verführer. Oder er mit seiner neuen und da haben sie aber so Dates untereinander. Einfach Twist. Oh. Ja, also wirklich, also ich dachte, das Jana-Thema ist im Wiedersehen irgendwie schnell geklärt, aber ich könnte ja jetzt schon wieder ausmachen, wie die letzten vier alte Folgen. Das geht noch weiter und es wird bestimmt in der Story ausgetragen. Ja. Es wirkt halt leider auch die ganze Zeit, als reagiert sie so pissig. Es ist doch alles geklärt, ich weiß gar nicht, was das jetzt soll, um es einfach abzuhaken, weil sie ganz genau weiß, sie könnte gerade richtig in die Pfanne gehauen werden. Ja. Ich finde, du hast Aito genau richtig gemacht. Ich warte ja noch auf so einen kleinen Leak vom Gruppenchat. Hier wird jetzt nicht gefragt, ob Ryan eine andere Freundin hat? Oh. Ja. Die Linutschka. Die ja schon seit Wochen in Gespräch ist. Aber wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht hat die auch gesagt, dass sie nicht möchte, dass über sie gesprochen wird. Ich möchte jetzt diese Schwangerschaft aufgeklärt bekommen. Wenn da hier ein Halt gemacht wird, nee, dann flippe ich. Ich glaube, das war eine Übertreibung. Ist mir egal. Na, ich will jetzt auch wissen, was in dem Gruppenchat gesagt wurde. Ich hatte mit Edda in der Villa ja ein, zwei Situationen, die ich nicht so cool von ihr fand. Und habe sie dann angerufen und meinte so, hey, ich bin jetzt gleich mit Lina verabredet, ob sie nicht mal Lust hätte, dazuzukommen. Genau, dann haben wir uns ausgesprochen. Sie hat sich auch bei mir entschuldigt für die Situation. Und wir haben in einem Club zusammen. Dann haben die Mädels das in die Gruppe geschickt und meinten halt zu ihr so, okay, warum gehst du mit Maya feiern, wenn du so schlecht über sie redest? Sie hat dann auch erzählt, sie hätte mich zufällig da getroffen. Edda ist fake. So, damit ach, das Thema ist die Aussage. Edda ist fake. Das ist ja auch ein bisschen die Aussage, die sie schon durch die Villa gezogen hat. Mhm. Und wo also sie konnte es nicht besser darstellen, auch mehr danach. Na, besser beweisen, dass sie nicht fake handelt. Mir sehr viel private Dinge anvertraut, Afra und ich, die sie einfach mal kackendreist an Maya dann weitererzählt. Und es waren wirklich sehr private Dinge. Also Edda, ich weiß nicht, warum du so tust, als wüsstest du nicht, um was es geht mal wieder. Also ich wurde noch nie von einer Freundin so gebumst, sorry für meinen Ausdruck, wie von Edda. Also ich verstehe gerade nicht, also ich weiß davon schon mal gar nichts. Edda war, ich weiß nicht, vor zwei Wochen bei mir zu Hause. Wir waren beim Schalke-Spiel, Maya zu schreiben, mit der ich nicht cool war. Es gibt neuen Tee. Ja, aber findet ihr das gerade nicht auch irgendwie fake?
ihr lästert 6 Monate lang über Maya. Ja. Außerdem kann man das doch gar nicht vergleichen, ob Afra und ich über Maya lästern. Wir haben damals Maya nicht gemocht. Das ist halt wirklich gerade so gebumst. Aber dass du so dich gar nicht in der Kontrolle hast, dass du das nicht anders aus dir rauskommt, außer du so da zu sitzen. Die hat die Situation nicht begriffen. Die wusste nicht, was die macht damit. Wusste die nicht. Vor allem ja auch, ich weiß von gar nichts. Ich weiß gar nicht, ich weiß nichts vom Schalke-Spiel, vom Anruf. Also nee, aber dann auch so, Schalke-Spiel bestimmt aber dann nicht. Auch so, naja, Sina, jetzt wo ich dich sehe, fällt mir auf, ich habe ja 6 Monate nichts mehr von dir gehört. Hä? Also das muss ja mal irgendwie, wo ist denn die Frau? Hängt die immer noch so in ihrer Karre drin und macht einen Blick im Waldwinkel? Aber ich würde auch nochmal dazu sagen, ich glaube nicht, dass Edda an sich ein böswilliger Mensch ist. Es geht einfach nur darum, dass sie halt einfach lernen muss, ihre Meinung klar zu vertreten. Ich würde auch sagen, dass ich mich ein bisschen verguckt hatte in der Villa. Und wir hatten eine Nacht nach der Villa. Wir hatten dann auch gar keinen Kontakt mehr bis halt zur Ausstrahlung. Der halt mit mir so die ganze Zeit so lieb und süß war und dann aber nach außen hin halt zu anderen Leuten hingegangen ist und immer gesagt hat von wegen, ja, es hätte ja klargestellt, dass zwischen uns nichts ist. Und dann sagt er zu mir, ja, mit Maya kann niemals was werden und so. Deshalb habe ich auch keinen Bock mehr auf dich, weil du bist fake. Haben wir halt ein bisschen rumgemacht auf der Rückbank. War für mich nicht bei, weil... Ja, die Nacht mit mir war ja auch... Ja, wer wollte das geheim halten? Eti. Hat nicht einmal die Eier zu sagen, ich möchte nichts von dir, ich habe keinerlei Interesse an dir, ich möchte nichts von dir, bumst mich noch da und sagt dann, ich würde ja komplett übertreiben und alles. Aber da fehlt mir jetzt aber auch ein bisschen irgendwie das Verständnis, weil das war schon das, was er in der Villa gezeigt hat, das war dein letzter Standpunkt. Und dann hast du dich danach trotzdem weiter mit ihm getroffen? Sie hat ja gesagt, sie wusste das nicht. Er hat ihr ein anderes Bild vermittelt. Nee, in der Villa hat es schon geknallt und da hat er die schon komplett verarscht und so eine Doppelmoral an den Tag gelegt. Da war Maya, hat eigentlich Maya genau das Gleiche gesagt, was sie jetzt schon sagt und hat es dann halt trotzdem wieder gemacht. Und jetzt lernen wir daraus. Dann irgendwelche Insta-Stories mich als Prison Food bezeichnest und sagt, ich hätte keine Sendezeit ohne dich gehabt. Honey, du hättest ohne mich keine Sendezeit gehabt. Klar. Das, was ich gemacht habe, war auch zum Teil nicht richtig. Ich habe auch alles gesagt. Meine Version, und da waren wir auch zusammen, ja, also wir waren zusammen. Ungefähr 2-3 Monate lang. Also es war schön mit ihr, aber es war nicht wie in der Villa. Ich habe das dann mit ihr beendet. Brauch dich nicht weiter kennenlernen. Du bist meine Frau oder meine Freundin, hat er mir geschrieben. Ich sollte bei ihm einziehen. Er hat Jana morgens früh um 7 angerufen. Ist es zu früh, der Lisa Marie in einem Jahr einen Heiratsantrag zu machen? Das hat er auch meinem Papa erzählt. Solche Sachen sagt und das ernst meint, dann sollte man daran arbeiten. Direkt danach hat er ja noch mal jetzt seine große Liebe gefunden. Also Schatz, wäre feiern. Denn nicht so lol, wäre das alles ganz schlimm, aber der ist halt so lol. Ja. Aber ich finde es jetzt schlimm. Ich finde es auch schlimm. Ich finde das ganz schlimm, wenn du solche Aussagen triffst und dann nach 3 Monaten... Aber es gibt Leute, wie bei Ryan, wo es hieß, er ist ein Fuckboy und er so, nee, ich bin kein Fuckboy, weil ich fühle das ja, ich spiele das ja nicht vor. Es gibt Leute, die fühlen das so. Da denke ich aber auch, da muss doch dann oben noch was stattfinden, Reifeprozess, dass du weißt, nur weil ich jetzt 2 Monate lang on Cloud 9 bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt die heirate. Und mit wem ist er denn jetzt zusammen? Wolke 7. Ja, Wolke 7 und Cloud 9. Ach man, Paolo, wirklich. Mann, der Arme. Mann, der Arme, der ist glücklich. Also ich finde gut, dass man Lisa Marie ansieht, dass es nicht mehr ganz so doll nagt an ihr. Wie bei Maya. Also das knallt nicht rein. Die schildern die Geschichte und es ist scheiße gelaufen, aber ich glaube, sie ist durch. Man kriegt so ein bisschen den Vibe von wegen, ich bin froh, dass es vorbei ist, weil wenn das jetzt so läuft, dann will ich das auch gar nicht. Was ist das für ein Würstchen? Da sagt sie, mein Sohn zu Hause, der ist genauso reif. Gerücht! Joke, meine ich. Joke. Falls ihr das verpasst habt, kann man ja noch mal sagen, ich habe gesagt, Lisa Marie gibt mir das Gefühl, die Mutter der Runde zu sein. Ja. Und zu einer Mutter gehört natürlich ein Kind, was vielleicht vermutlich nicht so ist. Aber, jetzt gerade hast du eine Freundin. Ja. Er hat dir das selber erzählt, wie mir in der Villa. Mir wurde erzählt, dass... Von wem? Von Jana. Die kannten sich. Jana und Paolo. Jana und Paolo. Weil Paolo Jana schon mal angeschrieben hatte. Ja. Und ist das dann der Boy, der angeblich als Vergebener in die Villa ist? Wir haben uns kennengelernt, wir sind jetzt seit kurzem erst zusammen. Also da habe ich eine Kennenlernphase, ich glaube 3 Monate gehabt. Er sagt auch einfach. Ja, sie ist meine große Liebe. Mhm. Dir ein gutes Gefühl gegeben, ja. Mit dir oft telefoniert. Du bist zweigleisig gefahren? Dreigleisig. Aber ich habe keine gebumst, so. Das habe ich nicht gemacht, ehrlich nicht. Aber komm, machen wir es kurz, hast du sie verarscht. Ja, aber ich mag sie trotzdem. Also und da merkt man auch wirklich jeder, das ist halt wirklich, wir haben ja wirklich eine Kindergartenstaffel geguckt. Ja, und gucken Abschlussklasse. Und gucken gerade das Sommerfest von der großen Gruppe. Abi gemacht.
Die haben einfach Abi zusammen dort gerade gemacht. Das war Abi-Reise. Also ich bin ja aber froh, dass er das wenigstens zugibt und jetzt nicht versucht zu leugnen oder so wie Ryan da so. Das aber ich habe also das immer. Trotzdem reue dich natürlich. Wir sind uns auf jeden Fall ein bisschen näher gekommen. Also wir haben jetzt nicht miteinander geschlafen oder so, aber haben wir uns dann noch 2 schöne Tage in Thailand gemacht. Ja, dann bin ich halt nach Hause geflogen. Sein Bruder hat ja in Thailand auf ihn gewartet und im Nachhinein hat sich dann halt herausgestellt, dass nicht sein Bruder auf ihn gewartet hat, sondern seine Freundin. Aha. Ich hab's euch seit Sekunde 1 gesagt. Ja, herzlichen Glückwunsch, da bastel ich dir später auf jeden Fall noch einen Orden für. Dort steht ein Pokal, den könnte man dir jetzt überreichen, aber... Oder, Doch, das fürs beste Orakel. Ist doch da. So, diese Frau links hat es von Anfang an gesagt, Wilson Gonzalez hat eine Freundin in dieser Show. Ochsenknecht. Ich möchte noch das überreichen, diese Frau hat auch viele andere Theorien aufgestellt, aber wir gratulieren ihr jetzt dazu, dass eine gestimmt hat. Bisher. Jawohl! Ach. Los! Und weiter. Ach, geht nicht. Wir chillen. Ich wollte noch ein bisschen Konfetti. Ach. Da ist Wuhu! Ein bisschen Thailand, aber nicht mit meiner Freundin oder so. Sondern mit wem denn? Ich war zeitlang alleine und dann habe ich da noch ein paar Leute gehabt. Und das nächste Mal habe ich geguckt und sie hatte einen Freund. So. Ja, okay, aber also, das war nach Alte Wilson. Das war nach Alte? Ja, das hat mir weh getan. Ich war traurig. Es tut mir leid. Traurig, Shirley. Nein, ich will auch jetzt wirklich nicht weinen. Ich habe halt den anderen... kann ich mich mal kurz beruhigen? Weißt du, genau so stelle ich mir dich vor, als du diese Serie geschaut hast und dann geheult hast, weil der eine so sexy war. Ja. Das war so der Moment. Kann ich mich mal kurz beruhigen? Warum sieht er denn so lecker aus? Ich find's total daneben, was als Thema gerade ist, aber ich gucke ihn an und ich laufe aus. Ja, so wirkt er, weißt du, die Maus tut mir gerade richtig leid, weil ich glaube ihr das zu 100%. Ja. Aber es ist auch so, wie du gesagt hast, glaubst du ja wirklich so, der ist halt so derbe sexy und mein Type, das muss funktionieren. Und dann funktioniert halt nicht und sie ist so, Manu! Mann, ich liebe sie, bitte, Alter. Ich liebe sie auch, unbedingt bitte. Wirklich, also bitte. Shelly, so notwendig. Fand ich, nö, doch, mit Lisa Marie fand ich wirklich die coolste. Ja. Word. Auch, ja, weil die hat auch so Mutter-Vibes. Ja, also ja, wirklich, aber bei der aber eine ganz andere Mutter. Ja. Also andere die finden sich die wohnen in der gleichen Stadt, aber ganz andere. Andere Vibes. Ja. So, ich hab. Weinst du oder lachst du? Ich hatte keine Freundin, das sage ich auch gerne noch 20 Mal. Okay, du hast. Vor allen Dingen, hat sie gerade so gemeint, hat sie den Boyfriend noch? Ja, und das will ich jetzt mit auch dem Boyfriend wissen. Zusammen jetzt wiedersehen. Hast du gemeint? Ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich auch gelacht. Genau, also. Was fresse jetzt? Halt jetzt Maul. Willst du wissen, was Wilson nochmal sagt? Ja. Er ist auch immer noch todesheiß. Ich hatte ja auf den Interesse an ihr danach. Aber warum bist du nicht auf mich zugekommen? Man will immer das, was man nicht haben kann. Ne? Nein, was soll ich mich dann melden? Irgendwann nachher ein Freund. Ja, soll ich jetzt mein Leben lang Single bleiben, nur weil Wilson sich nicht bei mir meldet? Ja. Ich bin auch teilweise in Clubs oder ein bisschen auf Granit gestoßen. Mit der hatte Ryan halt schon mal was und ich ex. Hä, mit der Emma. Ach so. Wir haben natürlich auch nur rumgemacht, das war jetzt kein Sex oder sowas. Ja, so 330, 340. Und jetzt mache ich mal ganz kurz. Also seit wir das BIP-Wiedersehen gesehen haben, wo Kanye der Meinung ist, wenn man mit einer Frau mehrmals betrügt, ist es nur einmal betrügen, glaube ich ihm langsam, weil er gesagt hat, er hat immer Girls zu Hause, die er öfter fickt. Ja. Bumst. Jeder Bums ist bei dem einmal und mit Emma nur rumgemacht, zählt auch mit rein. Ja, zu 1000%. Anders geht nicht. Wie wäre denn bei dir der Stand? 1 Million? bist du so viele Tage schon auf der Welt oder muss ich jeden Tag 2-mal rechnen? Als ob der halt auch erst mit der Altor-Ausstrahlung auf Granit gestoßen ist. Und weil es so schön war, befördere ich euch nun offiziell von Aito Kids zu Aito Hauptschule. Ja, Panne. Können wir den umgravieren lassen? Und ich würde den Panne-Pokal weitergeben an wen? Ist ein Wanderpokal, aber ich denke, er bleibt einfach immer bei den Wiedersehens bei RTL. Ich fand das super. Aber geht dann von Wiedersehen zu Wiedersehen. Also, ich fand das super. Aber na gut, ich meine, sie können jetzt vielleicht auch nichts dafür. Vielleicht hat Gerrit das einfach aus Sinnlosigkeit gestreut. Da möchte ich jetzt mal das Wort an Gerrit Kleins Mini richten und sagen. Was war das für eine Scheiße? Warum schreibst du das da rein? Glaub doch nicht alles. Warum, ist mir scheißegal, warum schreibst du das da rein? Das frage ich mich. Bei TikTok, wo er gesagt hat, dass bei jemand... Bei Insta! Ach so, bei Insta. Ups.
dass er das gestreut wird, wer geschwängert wurde. Dass ja. da aufgeklärt wird, wer wen geschwängert hat. Aber genauso safe. Wie Edda, die einen TikTok macht und sagt, ja, wer vergeben in eine Show geht. Wilson soll es nicht sein. Sandro ist es nicht. Wine ist es nicht. Wine ist auch nicht. Also, ich mir irgendwie, weiß ich nicht, über Sandro und Michel Daniel haben wir jetzt hier gar nichts erfahren. Julia hat schon, also hat ja nichts gesprochen. Nee. Zumindest nichts auf Sendezeit wurde gesprochen. Wurde die auch mal gezeigt? Wahrscheinlich genau wie bei in der Alte Villa. Gott. Da wurde sie ja auch eher mal eine Kamera Toll. Beim Rauchen abbekommen. Jetzt müssen wir uns noch die 180.000 Statements von jedem Einzelnen da ja. anhören, mhm. um mal wirklich zu wissen, was jetzt hier los ist. Ich will sofort Shellys Freund sehen. Was war im Hauptchat los? Im Hauptchat auch. Shellys Freund will ich auch sehen. Ich hoffe, Shelly und Shellys Freunde haben eine Live-Reaction gemacht, also das Wiedersehen geguckt haben. Weil den Boy will ich sehen, wie die da so heult. Nee, und ehrlich zu daneben. Kommt nach Hause, hat sich's allein angeguckt, hat geheult, er sagt, was los, hat gesagt, red nicht mit mir, aber wehe, du guckst Alto Wiedersehen, dann trenne ich mich. dann trenne ich mich. Ja. Safe. Ja. Und dann so, RTL Plus, entabonniert. Ich wünsche mir ja und eigentlich, gelöscht. Ich wünsche mir ja eigentlich fast, dass sie vielleicht nochmal die Chance kriegt, in ein Single-Format zu gehen. Muss die. Es sei denn, ihr Boy ist auch LOL, dann von mir aus das auch. Das kann nur LOL sein. Auch, keine Ahnung, naja, wissen nicht Nee, was. Ich glaube, die hat jetzt einfach erstmal irgendeinen Boy, weil Wilson... Nicht wollte. Sie kann ja nicht ewig auf Wilson warten. Soll jetzt Single sein oder was? Nur weil du sexy Mann jetzt keine Zeit hast, für ja. mich, dass ich nicht einpumpen. Aber jetzt hat ja Wilson wieder Zeit. Naja, aber Wilson nee. Ist ja auch mit Cassie von GNTM gesichtet worden. Aber er Date. Ist doch nicht offen. Er ist doch nicht offen. Da und ist doch irgendwas im Argen. Der labert doch nur. Der tut auf Fuckboy und dann sitzt er da und traut sich nicht. Der, das ist definitiv kein Macher. Also der nee. Und der und Ryan wirklich, die haken sich am kleinen Finger ein und dann schwingen die so den Fußweg lang. Dann sind die sich auch nee, so weißt einig. Du, was wir machen? TikTok-Video. Ey, ja. Aber gut, anzusehen seid ihr schon, aber könnt ihr euch jetzt nicht drauf ausruhen. Nee, lange. So. Ready? Vielen lieben Dank. Erstmal hier. Ich habe alles zerlegt. Ich muss erst. Also, ich habe meinen Pokal noch. Der musste und ich muss jetzt mal wirklich ehrlich sagen: Aito rutscht leider von. Also, ich hatte zum Glück nie in meinem als Lieblingsformat. Bei mir war es hoch oben im Bei, Kurs. Es war dein Lieblingsformat. Aito wird halt so krank gekillt. Wir sind gespannt auf die nächste Aito normale Staffel und dann schauen wir mal. Ich werf jetzt was in den Raum. Das hier? Entweder Aito ist jetzt vorbei. Ein neues Format muss starten. Entweder haben wir jetzt das Glück, dass in den nächsten 2 Wochen Make Love, Fake Love anfängt. Bitte! Oder Normalo Temptation. Make Love, Fake Love. Beides. Antonia wurde gesichtet auf einer Kreuzfahrt mit einem Boy. Mit einem Daddy. Man. Mit einem Daddy. Oh mein Gott, who is he? Werden wir wohl bei Make Love, Fake Love sehen. Vielleicht. Hoffentlich startet das bald. Und hast du noch eine andere Theorie wegen Alto? Also entweder das wird jetzt abgesetzt, oder? Nicht. Nee, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es abgesetzt wurde. Ich habe gesagt, es ist vorbei, die Staffel, weil wir haben gerade das Video gesehen. Das ist die Theorie, geguckt. Dass die Staffel vorbei Nein, dass jetzt Temptation Island anfängt. Ja, demnächst. Es muss doch jetzt irgendwas anfangen. Ja. Ja, gut, Leute. Mal gucken, mal Jana und sie da. Sitter. Meinst du, gleich gedreht danach? Bleib mal da. Ja, danke. Nee. So, Goodie, seid so wie ihr bleibt.